Ja, heute der erste Teil unserer Linzer Sommerinterview-Serie. Lorenz Podocek von Linz Plus, der Boss von Linz Plus. Lorenz, es ist ein bisschen ruhig geworden, habe ich die letzten Monate seit der Wahl. Kurzer Rückblick, ich habe da 3,3% glaube ich geholt. Seitdem bist du ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Was war los die letzten Monate, die letzten 10 Monate? Ja, ich bin gar nicht von der Bildfläche verschwunden, im Gegenteil. Ich war so aktiv wie noch nie, nur habe ich die letzten 4 Monate war ich nicht so mit Gemeindepolitik beschäftigt, sondern habe diese Sunua mitgegründet, also Support Ukraine Now, aber Austria mitgegründet, und das war sehr, sehr fordernd, die 4 Monate. Wir haben Unglaubliches bewegt und das ist jetzt zu Ende geworden. Jetzt gehe ich in die Sommerpause und ab September geht es ganz normal, wie üblich, angriffslustig weiter. Du hast ja selber mal ein bisschen spekuliert, auch in einem Interview mit uns, mit dem Linzer, dass du dir auch vorstellen könntest, ganz was anderes zu machen, dass du sogar Autoverkäufer oder Fahrradverkäufer werden, wäre kein Problem für dich. War das nur Spinnerei oder hast du mit solchen Sachen wirklich spekuliert? Nein, ich gehe schwanger mit 3 Ideen, die ich aber hier nicht verraten werde oder verraten will. Aber im Herbst wird sich das herauskristallisieren, ob ich mir ein zweites Standbein aufbaue. Du warst auch im Wahlkampf von den letzten Jahren eigentlich die Oppositionsstimme, von den anderen hat man wenig gehört. Du warst auch der lauteste Luger-Kritiker. Jetzt ist die neue Regierung seit gut 10 Monaten im Amt. Es gibt da den Stadtrat Brammer, es gibt die Stadträtin Blöchel, ein paar andere Köpfe auch bei der ÖVP. Wie siehst du da diese Entwicklung und wie hat sich Linz die letzten 10 Monate denn hier weiterentwickelt, deiner Meinung nach? Ja, ich meine, in 10 Monaten ändert sich jetzt nicht so gewaltig was. Es sind 2 Junge nachgerückt bei der SPÖ, also die Tina Blöchel und Dietmar Brammer, die haben sich jetzt eingearbeitet. Ich denke, dass sie solide Arbeit machen, aber so wirklich zu erkennen, wo sie jetzt hinwollen, ist noch nicht in meinen Augen. Beim Dietmar Brammer muss man noch dazu sagen, dass er von der Sache, also von der Stadtplanung, nicht wirklich eine große Ahnung hat. Also da braucht es sicher noch ein Jahr, dass er da firm ist. Aber ich habe da die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Dann ist vielleicht, was sich auch noch geändert hat, ist, dass der Martin Heyer, der nachgerückt ist, das kommt mir schon vor, dass da eine Zukunftshoffnung ist, insbesondere in Sachen Mobilität, also dass da das Fahrrad einmal wirklich ernst genommen wird, das ist der springende Punkt und nicht nur so getan wird, dass wäre das irgendwas für Freaks, die selbst gestrickte Socken anhaben. Ja, und sonst, meine Güte, die Grünen tun halt so weiter mit Show und Greenwashing und Bäume pflanzen, wo man sie eigentlich nicht pflanzen soll, wo sie nicht nötig sind, so wie hier zum Beispiel, sind teuer, 800.000, obwohl es hier eigentlich kein Hitzeproblem gibt und hier wenig Leute wohnen. Anstatt das Geld dort zu investieren, wo es wirklich heiß ist, auch in der Nacht heiß ist, wo die Leute wohnen und die Leute benachteiligt sind. Und was meine kleineren sozusagen Kolleginnen, also ich will sagen jetzt die NEOS und die MFG und die KPÖ und der Wandel, da könnte man jetzt jeden Einzelnen sozusagen analysieren. Ich meine, die NEOS sind in Wirklichkeit keine Opposition mehr. Die stimmen so 95% wie die SPÖ ab und beim kleinen Leckerli wird schon Mandal gemacht. Da hat der Luger wirklich ein leichtes Spiel. Und die KPÖ macht unverändert solide Arbeit. Wandel strengt sich an, aber ist natürlich realpolitisch irrelevant. Wie schaut es bei euch aus? Ihr habt, so ehrlich muss man sein, mit den 3,3%. Du wirst jetzt wieder sagen, das war ein tolles Ergebnis und super, aber ihr habt mehr erwartet. Aber wenn man ehrlich ist, 2 Mandatare ist natürlich nicht viel. Wie schaut es bei euch, seid ihr in euch gegangen? Gibt es vielleicht eine neue Richtung oder gibt es jetzt weitergriffige Opposition? Was wollt ihr jetzt anstellen die nächsten 5 Jahre bis zur Wahl? Ja, es gibt in Linz genügend zum Tun. Also als echte Opposition sind wir prädestiniert, den Mächtigen wirklich auf die Finger zu schauen. Ich habe es ja gerade erklärt, die NEOS kann man in diesem Bezug vergessen. Und sonst sind unsere Themen unverändert. Wir kümmern uns darum. Wir sind die Stimme der Bürger und Bürgerinitiativen. Wir haben nach wie vor Bürgerinitiativen, die wir unterstützen und coachen, dass sie sich artikulieren können. Da haben wir nach wie vor unsere Kraft. Und was die Mobilität betrifft, genau das Gleiche. Also das Fahrrad ist kein Spaßobjekt, sondern das ist Alltagsvehikel und das das Fahrzeug, um den städtischen Verkehr zu knacken und den Stau zu vermeiden. Ist die 9-10%, die du dir nicht vorgenommen, aber gewünscht hast, sagen wir mal so, die werden auch 2027, ist glaube ich die Wahl, illusorisch sein. Macht es da trotzdem Spaß, jetzt weiter zu tun und zu sagen, naja, dann machen wir nächstes Mal 4 Mandate, wenn wir Glück haben? Ja,
warten wir mal ab, okay? Schauen wir, wie sich die nächsten Jahre entwickeln und so wirklich eine ernste Analyse oder eine ernstzunehmende Strategie kann man eh erst zwei Jahre vor der Wahl machen. Also wer weiß, wer da als Bürgermeister antritt, wer weiß, was bis dahin passiert. Also das sind ja auch, das weiß man nicht. Also warten wir ab, arbeiten wir solide weiter. Dafür sind wir gewählt worden und in 3-4 Jahren reden wir wieder drüber. So, letzte Frage. Der Gemeinderat gönnt sich 85 Tage Sommerpause. Auch manche sagen, im Hintergrund wird gearbeitet, aber in Wirklichkeit ist natürlich tote Hose, das weiß man. Was wirst denn du treiben jetzt die nächsten Wochen bis zur nächsten Sitzung? Ich mache jetzt 6 Wochen kräftig Urlaub und Sport. Ich habe den letzten Sommer habe ich das nicht gemacht, wahlkampfbedingt. Und diesen Sommer werde ich Bergsteigen, Paddeln, ich werde eine schöne Reise machen mit meiner Lebensgefährtin und Tochter und auch mit meiner großen Tochter dann noch eine Reise nach Holland machen, wo ich mir 10 Tage lang die Radinfrastruktur in ganz Holland anschauen werde. Radeln, also nicht mit dem Zug oder mit dem Auto oder so irgendwas, sondern wir fahren mit dem Zug hin und radeln dann einfach 10 Tage lang durch Holland und schauen uns das wirklich von vorne und von hinten alles an. Wirst du rauchen auch was in Holland? Nein, das tut man nicht, aber dort ist es sehr lange überlegt. Dort ist es legal, also kann schon sein, dass ein kleiner Space Gag drinnen ist.